Da geht es wieder weiter mit Star Wars Jedi Fallen Order. Moin moin, hier ist der Angelus. Ich bin immer noch an der Absturzstelle und will nochmal kurz Funkspruch einsetzen. Nö, kein Funkspruch einsetzen, den kenne ich ja schon. Ich will nochmal da drüben gegen den kämpfen und dann mal gucken, was hinter dem noch ist. Schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Episode. Moin moin an alle Unterstützer des Projektes. Vielen Dank für die Kommentare und Daumen nach oben gestern. So, gucken wir mal. So, das ist auf jeden Fall so ein Transporter gewesen, ne? So ein Doppelsitzer hier hinten noch für den Bordschützen und so. Von den Klonkriegen. Hier kann man hochklettern. Noch eine Höhle. Ja, es gibt so viele Höhlen hier. Oh, da, oh, das könnte ein Dreier-Dingings sein für meine Lebenspunkte vielleicht. Das ist so ein heller blauer. Ist das hier dunkel? Dunkel, oder? Ach, guck mal, hier wurde auch schon gebohrt, ne? Aber es ist jetzt wieder stillgelegt hier. Wenn die mal jetzt nicht angehen, ne? Dann bin ich platt. Aber ich kann da nicht hoch. Das könnt ihr doch nicht mit mir machen. Wie kommen wir denn da hin? Oh Mann, den hätte ich gerne gehabt, ey. Das ist so ein wichtiger Punkt. Kriege ich später noch einen besseren Sprung? Wir wissen ja, dass Jedis eigentlich auch sehr hoch springen können, ne? Oder ich kann das vielleicht später anmachen. Vielleicht sind ja hier diese Dinger hier wichtig, dass ich da vielleicht das aktivieren kann. Das ist auf jeden Fall auch so ein Teil, wie es eben Klonzerstörer hier da unten auf der Seite da ist, da unten drin. Und das ist ja auch noch rot gewesen hier. Ja, ja, das ist irgendwas mit diesen Stromkästen. Dann kann ich bestimmt die Dinger, die Bohrer wieder anmachen und dann da hochklettern. Die muss ich also auch wieder irgendwie hacken können oder sowas. Genau wie hier drüben. Da war das. Ja, ja, ja. Okay, wieder was Neues entdeckt. Müssen also auf jeden Fall nochmal hier auf den Planeten zurück. Wollte man vielleicht noch tauchen lernt oder keine Ahnung. Oh, er hat was. Was hat er? Was hat er? Was hat er? Ah, Terrarium. Traumwurz. Das ist ja noch so ein... Nee, das ist ein Ziegenbock. Ich dachte, das wäre noch so einer von denen. Kann man da hochklettern und sowas. Das Erkunden habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Aber, oh, Ratte. Aber ich werde auf jeden Fall wiederkommen. Ich komme wieder. Ah, Ratten. Alter, Alter. Wollt ihr mich veräppeln? Der Dicke wäre ja okay gewesen. Kommen da erstmal so viele Ratten raus. Alle Ratten sind tot. Ey, ich hab dir geholfen, ey. Hinter mir ist eine Wand. Was macht der denn da jetzt? Ist er down? Haben die Ratten so viel Schaden gemacht? Lol. Gar nicht mitgekriegt. Oder Altersschwäche. Wenn ich jetzt da reingehe, da ist bestimmt kein Rückweg irgendwo anders hin halt, ne? Geht's halt voll ins Wrack rein. So, aber wie komme ich denn jetzt zurück? Ich müsste erst wieder in die andere Höhle rein und hier mit dem Fahrstuhl hochfahren, ne? Vielleicht den Fahrstuhl hier hin. Ich glaube, das mit den Windrädern oder sowas, das habe ich auch noch, auf jeden Fall noch im Hinterkopf hier hinten. Was ich mir auch noch später holen kann, dass ich jetzt wirklich woanders hinfliege. Storytechnisch wurde ja gesagt, dass Kashyyyk der nächste Planet ist. Aber die Frage ist, wann geht's denn nach Datumir? Ob es da storytechnisch auch hingeht? Weil den habe ich ja gleich am Anfang schon entdeckt, sozusagen. Aber zu dem Planeten hat noch keiner was gesagt, wann ich da hin soll. Vielleicht fliege ich da auch mal kurz hin. Und guck mal, was man da so entdecken kann.
Erstmal hier durch, komm schon. Was war das für ein Geräusch? So. Jetzt bin ich hier. Ich muss erst wieder runter, damit ich dann hier hinten hoch, wieder hochfahren kann. Ich nehme den Weg. Das geht einfach schneller, als mit dem Fahrstuhl runterzufahren. Wuhu. Das sieht doch stylisch aus. Die sind natürlich auch wieder da. Fahren wir hier wieder hoch. Oder war das? War das der? Das war der. Hä? Laut Karte ist der Fahrstuhl gar nicht da, sondern da oben. Sehr komisch. Laut Karte wäre der oben gewesen, aber jetzt ist er doch hier. Gucken, was man sonst noch für Ponchos findet später. Ja, schon ein bisschen komisch aus. Okay, also vieles, vieles, was wir hier später noch entdecken können. Auch bei dem Typen. Dieser heftige Death Trooper mit den zwei kleinen, ja, fast schon Dolche. So kann man ja fast schon sagen. Bei dem standen zwei Kisten, ne? Wenn man den platt gemacht hätte, hätte man da noch zwei Kisten holen können. Aber der ist halt echt nicht einfach. So, ich habe nur noch eine Heilung. Einfach mal ausruhen. Dankeschön. So. Die neu lackierte Mantis. Höchstens, man lernt halt... Ey. Man lernt halt später halt noch neue Fähigkeiten, ja. Aber an sich so den Schaden vom Lichtschwert erhöhen oder sowas, das gilt halt nicht, ne? Wie wir es bei anderen spielen. Ey, was läuft dann? Die haben die Mantis auf jeden Fall schon gefunden. Kerl, ein Kampfläufer schießt auf uns und wir haben keine Waffen. Ein AT-ST. Er soll sofort seinen Hintern. Durchhalten, bin unterwegs. AT-ST, Alter. All-Terror Scout Transporter. Wow. Minen. Okay. Bosskampf ja auch noch. Holy shit. Sim. Bitte nicht treten. Oh, 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 oh. Hilf mir. Okay, kann auch die Minen zurückschießen und so. Beeilung! Weg, weg, weg! Wow! Mann! Das ist kacke. Gib mir einen Stim! Oh, die Rakete! Die ist über ihm weg. Keine Macht mehr. Heilen kann ich mich auch nicht mehr, ey. Da war ich ja gar nicht drauf vorbereitet. Okay, das hat er mal erwischt. Na, die Rakete, die zurückschießen, das ist halt das... Meine Macht. Er hat nicht mehr viel. Aber ich auch nicht. Nein.
keine Macht mehr. Ja, komm, ich hab ihn gleich. Schieß noch einmal, komm. Will jetzt nicht rangehen und sterben halt. Stirb doch! Jawohl. Nicht auf mich fallen. ATS, der besiegt. Wow, der Pilot. Arsch. Puh. Kampfläufer hier auf jeden Fall. ATST. Kann mit eigenen Granaten und Raketen sabotiert werden. Beine sind verwundbar, ja. Aber wenn du reingehst, kommen halt die Minen. Die Rakete, wenn man da richtiges Timing hat, kann man die mit Machtschub auch auf ihn schießen. Habe ich einmal gemacht, da ist sie aber leider über ihn überweggeflogen. Naja, da. Der Alterer Scout Transport oder Scout Läufer ist ein leichter zweibeiniger Transporter für zwei Personen. Naja, da war eben nur einer drin. Okay. Der vom Galaktischen Imperium als Unterstützungseinheit. Es geht, genau, da unten steht ja noch die größeren AT-ATs. Der kleine heißt ja Alterer Scout Transporter und die großen heißen Alterer Armored Transporter, also gepanzerte. Gut. Dankeschön. So. Wir sind aber hier schon fast aufgeflogen, dass ich jetzt wirklich den Planeten verlasse. Ich habe auch sowas von kein Leben mehr. Hoffentlich hat er hier keinen Schaden angerichtet am Schiff. Gute Arbeit, Kleiner. Hey, du hast ein paar echt starke Moves. Sag mir nur, dass der Besuch nicht umsonst war. Ich habe das Grab eines Servo-Weisen gefunden. Sie haben die Macht genutzt. Eine hochentwickelte Zivilisation von Machtnutzern verschwindet einfach. Kein Wunder, dass Meister Cordova von ihnen besessen war. Was war sonst noch? Vor ihrem Verschwinden reisten die Sepho zum Planeten Kashyyyk. Ah. Cordova hat einen Wookiee-Freund namens Tafu. Können wir ihn aufspüren? Kashyyyk, also die Situation ist echt schlimm dort. Das Imperium setzt den armen Wookiee ist wirklich ganz übel zu. Dann sollten wir kampfbereit sein. Du genießt dein neues Leben wohl. Das mit dem Kampfläufer hat dich selbstbewusster gemacht. Also, was ist das für ein Gefühl? Ihr meint mit der Macht? Ja, mit der Macht. Du hast gesagt, es kann einen überwältigen. Doch habe ich mich nicht umgebracht. Reden wir nicht darüber. Ja gut. Ich verstehe. Besser als du denkst. Warum habt ihr aufgehört, die Macht zu nutzen? Als die Auslöschung begann und die Klone uns angriffen, haben mein Padawan und ich uns mit einigen Jünglingen versteckt. Aber es ging nicht lange gut. Imperiale Patrouillen waren kurz davor, uns zu entdecken. Ich wollte sie von meinem Padawan Triller weglocken. Sie blieb zurück bei den Jünglingen. Ich wurde geschnappt. Und sie folterten mich. Sie wollten mehr über die anderen erfahren, wie viele es waren, aber vor allen Dingen ging es ihnen um Cordova und sein Ziel. Aber ihr seid entkommen. Ja, bei einem Gefängnisaufstand. Es bot sich eine Gelegenheit und ich ergriff sie. Sie hatten mich fast gebrochen. Und ich bin nicht mehr dieselbe wie früher, Kerl. Euer Padawan. Hat sie überlebt? Nein. Und darum können wir nicht aufgeben. Die Entbehrungen derer, die uns am nächsten standen, wären umsonst gewesen. Oh, ja. Viele, viele, viele sind leider gestorben bei der ganzen Order 66, ey. Viele Jedis, Padawane und vor allen Dingen auch die Jünglinge, die ja auch allein schon im Jedi-Tempel von Anakin da niedergemetzelt wurden, ey. So, das war also ihre Geschichte. Xer erzählt von einem schrecklichen Ereignis in ihrer Vergangenheit. Während der Jedi-Auslöschung war sie vom Imperium festgesetzt und gefoltert worden. Während ihr jedoch die Flucht gelang, hatte ihr Padawan wenig Glück. Selbst Jahre später ist sie von diesem Ereignis noch gezeichnet und weigert sich, die Macht zu nutzen. Naja, aber es war ja nicht ihre Schuld. Ist alles okay? Prima!
Ich genieße etwas Ruhe und Frieden. Gut. Aber auch die Kashyyyk, ne? Also auf Kashyyyk, die Wookies, die haben echt so ein Pech. Die mussten in den Klonkriegen erstmal gegen die Separatisten kämpfen und wurden da ganz schön hart zugelegt. Dann haben die Klone ja noch. Ja, die wachsen nach. Neue Samen gepflanzt. Dankeschön. Die erste Pflanze von Bogano, die blüht schon ein wenig, die restlichen noch nicht. Genau, Kashyyyk halt. Dann haben die Klone noch mitgekämpft. Dann kam Order 66. Dann wurden sie auch noch von den Klonen teilweise hintergangen. Und jetzt ist das Imperium da und macht die schon wieder alle kaputt. Also Kashyyyk und die Wookies, die haben es echt nicht einfach, ey. Von jedem werden sie unterdrückt. Oder versklavt. Oder angegriffen. Die müssen eigentlich immer nur kämpfen, ey. Das ist schon traurig, was das Volk durchmachen muss. So, ich hatte doch noch hier eine neue Hülse oder sowas. Oder Material auch gefunden, ne? Irgendwie sieht das doch ein bisschen komisch aus, das Schwert. Jetzt hier ist das Licht anders, ne? Guck mal, als ich das Ding unten reingebaut habe, in imperialen Dings, sah das ganz anders aus. Da war es halt dunkler. Nehmen wir mal das nochmal wieder. Das sieht doch irgendwie schöner aus. Ah, den habe ich neu, genau. Noch mehr Leder. Ich finde das mit Leder ja mega. Den nehme ich. Naturdingens, ja. Hier sind die Farben ganz anders hier in dem Licht. Material. Das da ist neu. Oh, das ist aber geil. Acetron. Das sieht ja wenig cool aus. Auch mit dem Leder jetzt so? Jedenfalls in diesem Licht hier sieht das nicht schlecht aus. Das nehme ich mal. Mit dem Leder hast du auch nochmal einen guten Grip. Dankeschön. So, Samen sind vor uns gepflanzt. Liegt eine lange Reise. Ja, und diese alten Gräber sind nicht deshalb noch erhalten, weil sie leicht zu finden sind. Sondern? Ich nehme die Herausforderung an. Das sehe ich. Ich bin froh, dass du an das glaubst, was wir erreichen wollen. Irgendeiner muss ja glauben, ne? Ich glaube an die Sache, ich habe Zweifel. Das habe ich immer. Seit ich ein Jüngling war, vertraute ich der Macht. Die Namen auf der Liste sind eine Prüfung. Und ich glaube, ich kann sie bestehen. Ich mag dein Selbstvertrauen. Eine Reise wie diese kann ungeahnte Herausforderungen bringen. Ich verstehe. Ich bin bereit. Wir stehen hinter dir, Kerl. Dass ich sogar aussuchen konnte, welche Antwort ich gebe, ist ja interessant. Die Heimatwelt der Sepho. Cordova war bestimmt oft hier. Cordova hat sein ganzes Leben an vielen Orten die Geschichte der Galaxis studiert. Einige Male hat er mich mitgenommen. Das war lehrreich. Glaubt er an die Vergangenheit? Er glaubte an die Zukunft. Aber ohne Vergangenheit keine Zukunft. Das stimmt. Die Sepho-Hinweise können auf dem ganzen Planeten sein. Du hast noch viel zu tun. Ja, ja. Ich bin ja hier auf dem Planeten noch nicht fertig. Aber jetzt fahren wir trotzdem erstmal woanders hin. Cordova hatte überall auf Bogano Vorräte. Könnte sich lohnen, dort mal nachzusehen. Bogano? Ja, gut. Was könnte ich da jetzt viel machen, oder? Ich hab die Dinger fürs Hacken gelernt. Ich kann Machtschub. Ob man da jetzt schon alles machen kann auf Bogano? Kashyyyk haben wir jetzt hier. Ich flieg mal einmal hier nach Datomir. Sieht nicht besonders groß aus. 4 Geheimnisse sind 16 Truhen. Selbst auf Bogano waren auch 16 Truhen und 6 Geheimnisse. Ist auf jeden Fall nicht so groß wie hier Sepho mit 43 Kisten und so. Wo ich erst 50% habe. Also ist ein kleinerer Planet. Dann fliegen wir da mal hin. Mal gucken. Landeplatz. Ich kann Landeplatz aussuchen. Finde Tarful auf Kashyyyk. Nein, das ist ja die Hauptaufgabe. Was habe ich jetzt gemacht?
Achso, ich muss Reisen drücken. Ich habe die Karte geöffnet. Setze Kurs auf. Moment, ich soll nach Datomir? Ja, ja. Cordova ist dort gewesen. Er hatte sicher gute Gründe. Ich bleibe auf der Mantis, wenn wir dort sind. Rotes Sonnenlicht ist schlecht für meine Haut. Schisser. Dieser Ort war einst die Heimat einer starken Gruppe von Machtnutzern, der Schwestern der Nacht. Ah. Sie nutzten die Macht? So wie die Jedi? Nein. Diese Hexen dienten nur sich selbst. Ihre Kräfte fußten auf Täuschung, Illusion, Manipulation. Ha! Klingt wie jemand, den ich mal kannte. Während der Klonkriege wurden die Schwestern der Nacht von einem Sith Lord hintergangen. Und am Ende bei einem Massaker fast ausgerottet. Datomir ist tödlich. Wir müssen aufpassen. Das müssen Sie mir nicht zweimal sagen. Okay, die Schwestern der Nacht von Datomir. Die Schwestern der Nacht kennen wir ja auch aus der Serie Clone Wars. Die haben da ja auch Sachen gemacht mit Darth Maul. Und der, auf dem Planet leben ja sowieso die Zabrax und auch der Bruder von Darth Maul. Wie hieß er noch, der Bruder? Savage Opress war das gleich sein Name. Und Asajj Ventress, die kommt ja auch von dem Planeten. So, die Schwestern der Nacht von Datomir waren ein Zirkel aus mächtigen Machtbegabten, da sie Magie, eine den Jedi und Sith unbekannte Manifestation der Macht, geschickt einzusetzen wissen, hatten sie lange Zeit über Datomir geherrscht. In der streng materialistischen Gesellschaft der Schwestern der Nacht gab es einen Zirkel, der eine Mutter unterstellt war, die auch über die ungeordnete Klasse der Brüder der Nacht herrschte. Ihre Zivilisation wurde auf Anordnung von Count Dooku zerstört, nachdem Asajj Ventress und ihre Schwestern versucht hatten, ihn zu ermorden. Jupp. Da haben wir es, Asajj Ventress. Wir erreichen in Kürze unser düsteres Ziel. Setz dich hin, Kleiner. Okay. Dabei hat Ventress ja noch gelernt von Count Dooku. Datomir, ganz schön rot. Vielleicht ist es ja jetzt hier auch schon voll hart oder so. Aber ich will trotzdem mal gucken, was hier so ist. Ja? Sei vorsichtig. Ja, ja. Das ist ein tödlicher, gefährlicher Ort. Lass uns gehen. Ich bin bereit. Dann sollten wir gehen. Deine Entscheidung, Cal. Grease wird es freuen. Er versteckt sich bestimmt noch auf dem Schiff. Okay. Soll Aber Cordova war hier. Da bin ich ganz sicher. Mhm. Soll das eine Warnung sein, dass es hier wirklich erstmal heftig ist? Da sind Sepho-Statuen. Seht ihr vorne? Gleich der erste Tempel hier. Sepho-Statuen davor. Aber hier eben beim Landen, das sah auch geil aus. Da hinten da, die Schwestern der Nacht. Die drei Köpfe da. Auch cool. Okay. Kann man hier klettern? Nee. Der Stein sieht so komisch aus. Könnte vielleicht gefährlich werden hier. Ich würde mich trotzdem einmal kurz umsehen, mal gucken, abchecken, wie hart das hier ist. Ob man hier was findet schon mal. Oder ob ich erstmal nach Kashyyyk fliegen sollte. Gut, Leute, wir machen in der nächsten Folge weiter. Dann könnt ihr euch darauf freuen, dass wir uns hier mal ein bisschen umsehen. Auf Datomir hier mit der roten Sonne. Also für Superman wäre das nichts, weil rote Sonnen und so, das mag der gar nicht. Der braucht eine gelbe Sonne. Also, danke fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat es gefallen heute. AT-ST-Kampf und sowas dabei. Ein bisschen Geschichte auch von Seer, von ihrer Vergangenheit. Ich fand's cool. Lasst einen Daumen nach oben da und dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.